Sie hatte nicht immer den besten Ruf unter den Wohnungssiedlungen in Salzburg. Das soll sich jetzt ändern. Die Richard-Knoller-Straße vollzieht gerade einen Imagewechsel. Das geschieht durch soziale Begleitung, aber auch durch Sanierungsmaßnahmen. Die fertig sanierte Nummer 5 wurde nun an die Bewohner wieder übergeben, obwohl sie die Wohnungsschlüssel genau genommen nie aus der Hand gegeben haben. Es war ein Projekt, das Mut erforderte. Die Sanierung der Wohnanlage in der Richard-Knoller-Straße. Zum einen allein, weil in der Wohnanlage auch soziale Schwierigkeiten bekannt waren. Die neue Fassade, in der sich das Gebäude nun präsentiert, soll dabei helfen, einen Imagewechsel herbeizuführen. Ja, aus architektonischer Sicht war die besondere Herausforderung, dem Gebäude ein neues Image zu geben. Auch architektonisch, so wie es auch in Realität ist, dass eigentlich aus Substandardwohnungen mit Einzelöfen moderne Wohnungen mit guter Wärmedämmung, Zentralheizung, einem erweiterten Balkon und so weiter werden. Das wollten wir auch optisch rüberkriegen. Und wir wollten sozusagen auch dem Gebäude und damit auch den Bewohnern eine neue Identität geben. Ein weiterer mutiger Schritt war es, die Sanierung durchzuführen, ohne die Bewohner umzusiedeln. Damit wollte man den Menschen Geld und Nerven sparen. Das soziale Projekt namens Steigflug hat die Bewohner während dieser Zeit besonders betreut. Es ist viel leichter, wenn man die Leute umsiedelt und dann das Haus leer hat und sanieren kann. Dazu kommt, dass es wir in der Richard-Knoller-Straße mit einer sozialen Situation zu tun haben, wo ein sehr hoher Anteil an Menschen wohnt, die es im Leben ganz schwer haben. Von schweren Krankheiten, psychischen Erkrankungen bis hin so auch zu körperlichen Beschwerden und auch eine alte Generation. Sowohl das Projekt Steigflug als auch die Sanierung des Wohngebäudes scheint schon Wirkung zu zeigen. Eine Besserung der sozialen Situation meint man schon zu erkennen. Ich merke so, die Kontakte der Bewohner untereinander haben sich verbessert, die Leute treffen sich wieder, Leute reden wieder mehr miteinander. Es stimmt schon, das war am Anfang, also zu Beginn der Sanierung, war die Situation eine andere. Ja, es hat sich jetzt sehr verbessert. Wesentlich zu einer Verbesserung der Situation trägt auch der Salzburger Wohnbaufonds bei. Die Bewohner zahlen sagenhaft günstige Mieten, die das Leben sehr erleichtern. Es hat riesen Wohnqualität, das ist mitten in der Stadt Salzburg und wir haben einen sensationellen Mietpreis, nämlich von 7,31 Euro pro Quadratmeter mit Betriebskosten. Das heißt, der 50 Quadratmeter Wohnung kostet 365 Euro, gesamt mit Betriebskosten. Das ist sensationell, das schaffen wir sonst fast im Land nicht mehr. Das Geld ist zum Großteil aus dem Wohnbaufonds, dafür ist er auch da und jeder, der mich fragt, bekommt die Antwort von mir, wo ist denn das Geld des Wohnbaufonds? Es ist hier in den Häusern drinnen. 1,5 Milliarden haben wir in den Häusern der Salzburgerinnen und Salzburger veranlagt und da ist es sicher und auch bestens veranlagt. Neue Haustechnik, Barrierefreiheit und ein zusätzliches Stockwerk obendrauf. Die positiven Neuerungen an dem Gebäude stimmen die Bewohner als auch die Politiker glücklich. Das Wesentlichste, glaube ich, ist die Haustechnik. Da hat es eine Öl-Einzelheizung gegeben, also im Keller hat es Container oder Kanister gegeben, dann ist eine Leitung direkt in die Wohnung gegangen und da ist ein Einzelofen gestanden. Und der hat natürlich nicht nur eine Geruchsbelästigung gehabt, weil das Öl riecht einfach beim Transport, das war jetzt nicht ganz dicht mehr. Ja, und daher ist die Haustechnik die große Änderung gewesen. Die Sanierung der Richard-Knoller-Straße ist auch ein politisches Statement. Nämlich, dass man den sozialen Problemen in der Stadt nicht ausweicht, sondern genau dort ansetzt. Die Richard-Knoller-Straße war immer eine Ecke in der Stadt Salzburg, wo es auch nicht ganz leicht war zu leben, wo es öfter Reibereien gegeben hat zwischen den Mietern, also wo die Mietergemeinschaft nicht so gut funktioniert hat. Darum haben wir auch gesagt, wir wollen gerade da zeigen, wie man es richtig und gut machen kann, eine Generalsanierung. Wir wollen auch damit einen Beitrag dazu leisten, dass die Mietergemeinschaft sich wohler fühlt. Es war so ein bisschen auch ein Modellprojekt zu sagen, wir haben noch nicht auf euch vergessen, im Gegenteil, wir bemühen uns dort besonders, dass ihr einen modernen Wohnraum habt und dass ihr gut miteinander auskommen könnt. Die Wohnungen sind nun übergeben, aber in der Richard-Knoller-Straße ist man noch lange nicht fertig. Jahr für Jahr soll ein weiteres Gebäude saniert werden.